Okay, jetzt können die Zuschauerinnen den Titel auch noch mal lesen. Ist auch okay. Ich mache meine Kamera schon mal aus. Funktioniert das jetzt? Ja, und wenn du wieder auf Vollbild gehst, so wie vorhin, dann müsste das eigentlich funktionieren. Absolut top, es läuft und ihr dürft starten. Die Stage gehört euch. Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Markus Power, ich arbeite bei Greenpeace im Bildungsteam und bin hier mit meiner Kollegin Ellie Spohn-Benzinger, auch aus dem Bildungsteam. Und wir stellen das Projekt Schools for Earth vor. Heute vorm Kleiderschrank auf Zoom gibt es diese schöne Blur Your Background Funktion. Die haben wir hier leider nicht, deshalb. Genau. Wir haben das Projekt Schools for Earth in Angriff genommen vor gut einem Jahr und ich freue mich jetzt, weil wir es tatsächlich erst in der vergangenen Woche richtig offiziell gestartet, veröffentlicht haben. Und genau, freue mich hier zu sein und das vorstellen zu können. Was haben wir uns vorgenommen für die nächsten 50 Minuten? Das ist einmal das Projekt im Überblick. Das wird so 10 Minuten vielleicht dauern. Dann werde ich etwas intensiver auf einen CO2-Schulrechner eingehen, den wir im Rahmen dieses Projekts entwickelt haben. Dann noch auf weitere Unterstützungsbausteine im Projekt Schools for Earth, wie unterschiedliche Handreichungen, zum Beispiel zum Whole School Approach, zu Klimaschutzmaßnahmen, die Schülerinnen und Schüler in der Schule durchführen können, Bildungsmaterialien etc. Und am Schluss werden wir noch etwas über die Schools for Earth Community Plattform hören und haben dann ja noch ein bisschen Zeit für Fragen, auf die ich mich sehr freue. Genau, wir haben das Projekt 2019 sozusagen erdacht und das natürlich vor dem Hintergrund der Fridays for Future Bewegung, die ja wirklich Wahnsinniges geleistet hat in diesem Jahr und seither politisch unheimlich viel bewegt hat und auch unheimlich viel Energie in die Generation der Schülerinnen und Schüler gebracht hat. Und Schulen natürlich auch damit vor Herausforderungen standen. Und diese Herausforderungen waren ja zum einen die Fragestellung, wie gehen wir jetzt mit den Fehlstunden um? Aber die viel spannende Herausforderung und viel wichtigere war ja, wie greifen wir jetzt diese Energie, die Bewegung auch in die Schule bringt? Wie greifen wir die im schulischen Kontext auf? Wie gehen wir mit der Erwartung junger Menschen um, die jetzt auch in der Schule aktiv am Klimaschutz mitarbeiten möchten. Und wir haben mit diesem Projekt die Ambition gehabt, auch Schulen, Lehrerinnen und Lehrern ein Projekt an die Hand zu geben und Tools an die Hand zu geben, mit der diese gute und konstruktive Energie auch in wirkliche Handlungsfähigkeit der jungen Menschen umgesetzt werden kann, die sich eben auch im schulischen Umfeld dann manifestiert. Und so kam die Idee zu dem Projekt Schools for Earth. Wir haben dann gesagt, wir wollen ein Projekt machen, in dem wirklich auch die ganze Schulfamilie mitmachen kann. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Projekt machen, was die Schule auf den Weg Richtung Klimaneutralität bringt. Denn das ist eine zentrale Forderung der Fridays-Bewegung, ist eine zentrale Forderung von Greenpeace und von vielen anderen Umweltschutzverbänden und auch wirklich gesellschaftlich ja gar nicht mehr umstritten, dass wir klimaneutral werden müssen. Die große Frage ist das Wann. Gibt es sicherlich ambitioniertere und weniger ambitionierte Zielsetzungen. Aber wir haben gesagt, wir müssen uns auf diesen Weg begeben und Schulen haben auf diesem Weg eigentlich eine ganz besondere Rolle, nämlich auf der einen Seite bereiten sie Schülerinnen und Schüler mit den Gestaltungskompetenzen vor, die diese auch brauchen, um mit den Folgen der Klimakrise umzugehen, um mit der Klimakrise, sozusagen also die Klimakrise auch in ihrem
in ihrer Lebenszeit zu bearbeiten, Klimaschutz umzusetzen und damit umzugehen. Gleichzeitig aber sind Schulen auch selber Emittenten und haben einen ganz beachtlichen Klimafußabdruck auch. Also in der im kommunalen Kontext kann man schon sagen, dass Schulen zu den größten Emittenten in der öffentlichen Hand gehören. Und da lohnt es sich also auch schon wirklich auf die auf den CO2-Abdruck von einer Schule zu achten. Es ist ein wirklich wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Und so haben wir in diesem Projekt unterschiedliche Tools entwickelt und allen voran der CO2-Schulrechner, den wir mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg entwickelt haben und der es eben Schulen ermöglicht, ihren eigenen Klimafußabdruck, CO2-Fußabdruck auszurechnen und das eben online und selbstständig. Wir haben dann noch weitere Handreichungen entwickelt zu dem Thema Whole School Approach, eben Klimaschutzmaßnahmen, Unterrichtsmaterialien etc. Da gehen wir später noch etwas näher drauf ein. Dann stelle ich den CO2-Schulrechner vor. Wir haben diesen so entwickelt, wie gesagt, dass Schulen ihn selbstständig nutzen können und dass sie ein aussagekräftiges Ergebnis über die Gesamtemissionen der Schule bekommen, aber eben auch, wie sich diese auf unterschiedliche Emissionsbereiche aufteilt. Und das ist hier mal anhand einer solchen Beispielbilanz dargestellt. Eine typische Bilanz, eigentlich wie sie aussieht. Wir haben hier eben mit 47% Wärme bedingten Emissionen, 22% Strom und dann Mobilität und Verpflegung. Das sind die eigentlich immer die vier größten Bereiche. Und die Gewichtung dieser vier Bereiche, die kann natürlich ganz unterschiedlich ausfallen. Es hängt davon ab, wo zum Beispiel Klassenreisen hingehen und mit welchen Verkehrsmitteln die unternommen werden. Es kann auch von der Verpflegung, gibt es eine Ganztagsschule, wird also im Ganztag verpflegt, wie viel Schülerinnen und Schüler essen in der Schule, was wird angeboten und so weiter. Also die Gewichtung zwischen diesen Bereichen kann variieren, dass so ungefähr die Hälfte Heizenergie ist, ist fast immer so bei den Bilanzierungen, die wir bis jetzt gemacht haben. Was natürlich toll ist, wenn man einmal diese Bilanzierung vor Augen hat, dass man wirklich sieht, welche Bereiche wiegen wie viel in dem gesamten Energiekuchen und wo lohnt es sich eben dann auch, konkrete Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Dieser Klimarechner, CO2-Schulrechner ist online verfügbar. Das ist die Startseite hier von co2-schulrechner.greenpeace.de. Und hier kann sich eben dann jede Schule einen Account anlegen und anfangen, die Bilanz zu rechnen. Es werden ein paar Stammdaten eingegeben für die Schule. Und man kann dann eben hier, wie man sieht, unter CO2-Bilanzen dann für unterschiedliche Jahre Bilanzen anlegen. Und die Idee ist, dass man einmal ein Referenzjahr anlegt. Das heißt, wenn man das jetzt machen würde, würde man wahrscheinlich 2020, vielleicht auch noch 2019 als Referenzjahr anlegen und könnte dann über eben die kommenden Jahre immer wieder auch Bilanzen erstellen, eine pro Jahr, um dann eben auch den Fortschritt der Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen dokumentieren und sehen zu können oder eben auch sehen zu können, wo müssen wir noch nachsteuern, wo erreichen wir sozusagen die selbst gesteckten Ziele noch nicht. Es werden ein paar Daten erhoben zum, wie viele Schülerinnen, wie viele Personen gibt es überhaupt an der Schule. Das ist wichtig, weil man damit dann eben Kennwerte auch errechnen kann. Man kann dann zum Beispiel einen Kennwert errechnen, wie viel CO2 pro Person an der Schule oder pro Schülerin an der Schule. Und damit bekommt man dann Kennwerte, die man auch wieder zwischen Schulen vergleichen kann, was eine
Das werden wir oft gefragt, ja, wenn man einmal so eine Bilanzierung durchgeführt hat, wie stehen wir eigentlich da im Vergleich zu? Und zurzeit haben wir, glaube ich, noch nicht genug einzelne Schulen bilanziert, sodass man da wirklich umfassende Kennwerte geben kann. Aber natürlich aus dem Gesamt-N der bereits bilanzierten Schulen können wir schon mal so eine Richtung auf jeden Fall geben und sagen, okay, es ist auffällig hoch hier oder es ist, ihr seid im Durchschnitt hier, das geht schon. Und je mehr Schulen sich bilanzieren, desto aussagekräftiger werden diese Kennwerte. Wir bilanzieren die Bereiche Energie mit Wärme und Strom, Wasser und Abfall und Verpflegung, Mobilität. Bei der Mobilität gucken wir uns eben an die Schulwege, Tagesausflüge, Klassenfahrten und auch die Dienstreisen der Lehrerinnen und Lehrer und des nichtpädagogischen Personals. Wir gucken uns im Bereich der Verpflegung die Mensa und den Schulkiosk an und dann im Bereich der Beschaffung das Papier als größten Verbrauchsstoff in der Schule. Wenn man sich einmal anschaut, sozusagen, wie das aussieht, wenn man die Daten einträgt, das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Es geht einmal darum, sozusagen einmal zu gucken, wie groß ist eigentlich die Grundfläche, die Heizfläche. Das ist auch wiederum wichtig für einen Kennwert, den man hinterher ausrechnen und vergleichen kann. Man sagt, wie viel Kilowatt Heizenergie pro Quadratmeter in unserer Schule. Und das ist dann genauso ein Vergleichswert. Und dann ist die Frage, mit welchem Energieträger wird bei uns geheizt, wie viele Kilowattstunden werden im Jahr verbraucht. Und das sind Werte, die kann man dann natürlich der Stromrechnung, der Heizenergiekostenrechnung entnehmen. Genau. Und vielleicht gibt es mehrere Gebäudeteile mit unterschiedlichen Heizungen, dann kann man auch das abbilden und unterschiedliche Verbräuche mit unterschiedlichen Brennstoffen eingeben, wenn das eben in einer Schule der Fall sein sollte. Wir haben beim Strom genau das Gleiche. Also es wird einmal geschaut, wie viel Kilowattstunden Strom wird pro Jahr verbraucht. Und dann wird geschaut, ob der Strom Ökostrom ist. Und wenn ja, was für Ökostrom? Da schauen wir eben nochmal genau rein. Und ob es eine Photovoltaikanlage gibt auf dem Gelände, die, wenn es die gibt, wird hier auch der CO2-Bilanz bzw. der Strombilanz hier der einer Schule gut geschrieben, diese Kilowattstunden, die dann die Photovoltaikanlage zusteuert. Genau. Und dafür ist natürlich die Größe der PV-Anlage auch relevant. Kommen wir zu dem Bereich der Schulwege. Da gucken wir uns an, wer kommt oder nicht wer, sondern wie viele Personenkilometer werden insgesamt mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, also zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Und wir gehen davon aus, dass eben an 190 Tagen ungefähr Betrieb in der Schule ist. Und dann kann man über eine Fragebogenaktion herausfinden, an wie vielen dieser 190 Tage kommen, wie viele Schüler mit welchen Verkehrsmitteln zur Schule und wie weit wohnen die Schüler ungefähr weg von der Schule. Und dann kann man eben ausrechnen, wie viele Personenkilometer da insgesamt zusammenkommen. Und für diese Umfrage haben wir Fragebögen vorbereitet, die es auf unserer Projektwebseite auch zum Download gibt. greenpeace.de/schools4earth. Und man kann diese kopieren und einfach so nutzen, wie sie sind, auf Papier oder eben auch digital nachbauen, wenn man eine digitale SchülerInnen-Umfrage bzw. LehrerInnen-Umfrage machen möchte. Und wir haben das eben einmal für die Schulwege, aber auch für Klassenreisen und Klassenausflüge sowie auch Dienstreisen gibt es eben jeweils einen Fragebogen, den man nutzen kann. Genau. Wenn man
Also wenn es zu aufwendig ist, eine solche Fragebogenaktion durchzuführen an der Schule, was eine tolle Chance ist, weil da, das ist so ein Moment, an dem man einmal die gesamte Schulgemeinschaft sozusagen in diese CO2-Bilanzierung einbinden kann. Wenn man das nicht tun möchte, weil es eben aufwendig ist oder es vielleicht schneller gehen soll, kann man auch qualifiziert schätzen. Dann kann man einfach rausgehen und sagen, wir zählen mal, wie viele Fahrräder stehen eigentlich am Fahrradständer, wie viele SchülerInnen kommen morgens von der Bushaltestelle zur Schule gelaufen. Das sind so Zählungen, die man machen kann und dann überschlagsmäßig rechnen, wie viele Personenkilometer eben mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln zustande kommen. Ist nicht ganz so genau, geht aber auch. Und am Ende bekommt man eben diese Gesamtbilanz, wir haben das vorhin schon einmal gesehen, und die wird dann nochmal runtergebrochen in die einzelnen Emissionsbereiche. Das heißt, wir können dann nochmal etwas intensiver in die einzelnen Emissionsbereiche reinschauen, zum Beispiel hier beim Thema Schulwege oder beim Thema Mobilität können wir sehen, wie viele Emissionen entstehen bei den Schulwegen, bei Tagesausflügen, bei den Klassenfahrten und bei Dienstreisen, wie viele Personenkilometer fallen da im Jahr an und wie viele Tonnen CO2 macht das aus. Und das ist wiederum hier eine, was man hier dann eben auch schön sieht, ist sozusagen, je aufwendiger die Klassenreisen werden, desto größer wird eben auch dieser rote Anteil hier. Und teilweise ist er genauso groß oder auch schon größer als die Emissionen, die durch die Schulwege zustande kommen. Wir können dann nochmal weiter einen Level weiter reinzoomen und uns nur die Schulwege angucken oder nur die Klassenreisen angucken. Und da sieht man eben hier genau, dass ungefähr ein Viertel der Emissionen in diesem Beispiel über oder ein Viertel der Personenkilometer über Autos, also Schülerinnen und Schüler, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden oder LehrerInnen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ein Viertel macht das aus bei den Personenkilometern und gut die, naja, fast die Hälfte bei den, oder nein, Entschuldigung, etwas mehr als die Hälfte bei den CO2-Emissionen. Und das sind eben so ganz schöne Ansichten, wo man dann auch sieht, wo liegt eigentlich Potenzial, wo können wir auch an Schrauben drehen, die unsere Gesamtemissionen, die helfen, unsere Gesamtemissionen zu verringern. Schauen wir uns das hier bei den Klassenfahrten einmal an und gehen dann nochmal speziell auf die blauen, Bereiche, Tortenstücke hier, 8% der Personenkilometer, die mit dem Flugzeug geflogen wurden, haben eben 27% der CO2-Emissionen und auch da wird eben wieder klar, dass es da Bereiche gibt, in denen man relativ viel CO2 auch einsparen kann. Genauso ist es bei der Verpflegung, bei der Mensa, da zoomen wir auch nochmal rein, vergleichen dort vegetarische Essen mit Essen mit Fleischzutat. Das sind eben durchschnittlich gerechnete Tellergerichte. Natürlich ist Fleischgericht nicht gleich Fleischgericht und vegetarisches Essen ist nicht gleich vegetarisches Essen. Deshalb haben wir hier basierend auf den Daten des Keksprojekts sozusagen Durchschnittswerte errechnet und können die eben dann auch im Rechner so darstellen und vergleichen und sehen natürlich auch hier, dass es sich lohnt, weniger Fleisch und Wurst in der Schulverpflegung anzubieten aus, genau, es senkt ganz klar den CO2-Fußabdruck und hat natürlich auch noch diverse andere vorteilhafte Effekte. Genau. Und hier vielleicht nochmal an dieser Stelle einen Satz zu sagen. Bei der Erstellung dieses CO2-Rechners haben wir versucht, eine Balance zu treffen zwischen der Komplexität und Genauigkeit der Abfrage und der Handhabbarkeit der Abfrage für die Schulen. Denn natürlich kann man sagen, naja, man müsste eigentlich ja die Gerichte noch viel detaillierter
differenzieren, um eine genauere Bilanz zu kriegen. Und das stimmt. Das würde das Ergebnis natürlich wesentlich genauer gestalten. Es wäre dann, würde dann aber so kompliziert in der Durchführung der Bilanzierung, dass wahrscheinlich viel weniger Bilanzierung abschließen würden. Das habe ich jetzt hier einmal im Bereich der Mensa deutlich gemacht. Das kann man aber auch an vielen anderen Bereichen, das gilt auch für viele andere Bereiche, wie zum Beispiel auch die Beschaffung. Also wir haben versucht, das eben so, so zu halten, dass es ein aussagekräftiges Ergebnis kriegt und auch ein Ergebnis mit einer ausreichenden Genauigkeit, aber gleichzeitig eben die Handhabbarkeit trotzdem gegeben ist. Wenn wir in den Schulkiosk gucken, da gucken wir uns an Brötchen, die belegt sind, belegte Brötchen mit Fleisch oder Wurst, mit Käse oder mit veganem Belag und auch sonstige Fleisch- und Wurstprodukte. Das kennt man, so Dauerwürstchen, Hartwürstchen, die vielleicht noch im Kiosk verkauft werden. Das würde dann unter sonstige Fleisch- und Wurstprodukte fallen. Und ja, eben auch hier sieht man, dass natürlich die Fleisch- und Wurst Nahrungsmittel recht großen Anteil an der CO2-Emission haben. Wie rechnet dieser Rechner? Das haben wir hier dokumentiert in dieser Veröffentlichung Dokumentation des CO2-Schulrechners. Ich habe hier einmal die auf den drei Folien die Emissionsfaktoren dargestellt und in dem Rechner, in diesem Material, in der Dokumentation ist eben sehr genau erklärt für jeden einzelnen Bereich und jedes Abfragefeld, warum fragen wir es ab, fließt es in die Bilanzierung ein, wie fließt es ein, wie wird gerechnet und hier findet man eben die genauen Zahlen, die im Hintergrund dieses Rechners verwendet werden. Jetzt springe ich vom Rechner weg zum Thema Whole School Approach. Auch dazu haben wir eine Handreichung entwickelt. Und die genau, ist eben auch abrufbar, online abrufbar. Und diese Whole School Approach Handreichung spielt eine ganz zentrale Rolle in dem Projekt auch, weil wir mit Schools for Earth eben nicht ein reines Klimabilanzierungs- oder Klimaschutzprojekt auf den Weg bringen wollten, sondern in der Tat auch ein Schulentwicklungsprojekt, was sich am Thema der oder mit der Zielsetzung der Klimaneutralität und dem Thema Klimaschutz auseinandersetzt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass der CO2-Schulrechner ein sehr gutes Einstiegstool sein kann für so einen Schulentwicklungsprozess, weil erstmal Interesse weckt und erstmal auch jede Schule ja wirklich neugierig ist, zu sagen, wie groß ist denn unser CO2-Fußabdruck, wo fallen diese Emissionen an, wie können wir an diese Daten rankommen und die Entscheidung, eine solche Bilanzierung durchzuführen, eben durchaus schon eine Sache ist, die mit der gesamten Schulgemeinschaft oder der Schulkonferenz getroffen werden kann und es dann eben auch ein Mandat gibt und ein Interesse gibt der unterschiedlichen Akteure in der Schule an dieser Bilanzierung und dem sich dann danach anschließenden Prozess. Und mir gesagt wird, das ist angeschlossen natürlich einmal an die globalen Entwicklungsziele, das SDG 4.7, Bildung für nachhaltige Entwicklung, sowie eben auch das SDG Nummer 13 zum Klimaschutz. Und wenn wir schauen, ist dieses, also genau diese Idee eben auch aufgegriffen aus dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung, weil, und das versuchen wir mit diesem Projekt Schools for Earth hinzukriegen, die unterschiedlichen Handlungsbereiche in der Schule mit aufzubauen. Vom Schulmanagement über die demokratische
Beteiligung in der Schule und Demokratie, Pädagogik, das Schulleben und Partnerschaften mit außerschulischen Akteuren, die Bewirtschaftung der Schule, die Gestaltung von Unterricht und auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Und wir versuchen eben für diese Bereiche auch Angebote im Projekt Schools for Earth zur Verfügung zu stellen. Und da sehen wir gleich noch ein paar von diesen konkreten Angeboten. Akteure, die innerhalb der Schule mit dabei sind oder im besten Fall mit dabei sind, sind natürlich Schülerinnen, Lehrerinnen, Schulleitung, aber auch der Schulträger und die Schulbehörde, denn es geht hier teilweise ja auch um die Gebäude und Gebäudesubstanz, die man sich anschaut bei so einer Bilanzierung und eben auch dann in der Maßnahmenplanung. Eltern und Betreuende, das weitere Schulpersonal, ganz wichtig bei Schools for Earth ist zum Beispiel auch die Rolle der HausmeisterInnen, genau, Dienstleister, externe Kooperationspartner. All diese Menschen sind relevant und wichtig in dem Projekt, in dem Prozess Schools for Earth. Und im Sinne des Whole School Approaches, das wird eben in dieser Handreichung sehr gut dargestellt, ist eine, so eine methodische Unterstützung, dass wir sagen, okay, in so einem Zyklus, der immer wieder von vorne losgeht, können wir sozusagen analysieren, planen, gestalten, umsetzen, dann wieder das reflektieren, was wir getan haben und die Schulgemeinschaft aktivieren. Von vorne los. Und wenn wir uns fragen, wie aktivieren wir eigentlich die Schulgemeinschaft, wie kriegen wir das Kollegium mit an Bord, wie kriegen wir die, die SchülerInnengemeinschaft mit an Bord und so weiter, diese Fragen werden in der Handreichung zum Whole School Approach erörtert. Jetzt geht es von dort aus zu einer nächsten Handreichung, die da geht es dann um ganz konkrete Klimaschutzmaßnahmen in der Schule. Ist aufgehängt an einem Schulrundgang, den wir hier sehen, den Schülerinnen und Schüler machen können, um sozusagen die Klimaschutzpotenziale an der eigenen Schule zu identifizieren. Und die Handreichung bietet dann eben noch ganz konkret für jeden Emissionsbereich, der auch in dem CO2-Rechner behandelt wird, für jeden Emissionsbereich nochmal ganz konkrete Handlungsvorschläge, Maßnahmenvorschläge, die von der Schulgemeinschaft umgesetzt werden können, die meisten davon von den Schülerinnen und Schülern auch selber umgesetzt werden können. Und dazu haben wir diese Fragebögen entwickelt, mit Schülerinnen und Schüler das Gebäude untersuchen können, also diesen Schulrundgang durchführen können und eben für unterschiedliche Raumtypen, Raumarten in der Schule haben wir diese unterschiedlichen Fragebogen und so können sie einen Klimacheck durchführen, um dann zu identifizieren, wo die Schule schon super aufgestellt ist in Sachen Klimaschutz, wo aber auch noch Handlungsbedarf, ja, Chancen bestehen, den Klimafußabdruck noch zu verkleinern. Das Ganze gerade noch an für die Arbeit in der Grundschule, auch mit einem Unterrichtsmaterial, in dem dieser Rundgang auch eine Rolle spielt. Und wir haben gerade letzte Woche Schülerinnen und Schüler einer Grundschule gefragt, mit der wir zusammenarbeiten, einmal sozusagen ganz frei eine solche Fragebögen zu entwerfen. Und das haben sie gemacht für unterschiedliche Räume. Wir haben dann gesehen, dass die Fragebögen, die auch die GrundschülerInnen entworfen haben, inhaltlich sehr, sehr ähnlich sind mit dem, die wir entworfen haben für die. Und genauso werden wir das jetzt nochmal anpassen, auch für die Arbeit in Grundschulen. Das hier ist so eine Doppelseite mit Maßnahmenvorschlägen zum Thema Strom. Und das gibt es dann eben auch noch für das Thema Wärme, für das Thema Abfallbeschaffung und noch weitere Themen. Also es gibt auch noch den Themenbereich Mobilität, den Themenbereich Außenflächen an der Schule, jeweils eben dann
mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen oder Tipps, die umgesetzt werden können oder auf jeden Fall geprüft werden können und auch noch weiterführende Links und Ideen, wo man sich noch weitere Unterstützung oder Informationen holen kann. Am Ende der Fragebogen, also am Ende des Schulrundgangs mit den Fragebögen, steht die Auswertung dieser Fragebögen und dafür haben wir hier nochmal eine methodische Hilfestellung auch in der Handreichung, dass man sagen kann, okay, womit fangen wir eigentlich an? Also aus den ganzen Informationen, die man dann sammelt, die genau von den Schülerinnen und Schülern gesammelt werden, ist der nächste Schritt ja zu priorisieren, zu planen. Und dafür geben wir hier auch nochmal eine Hilfestellung, eine methodische mit an die Hand. Jetzt gehen wir zur nächsten Handreichung. Die ist noch nicht fertig. Das heißt, das ist eine Ankündigung. Wir arbeiten gerade an der grafischen Umsetzung. Das haben wir mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zusammen entwickelt. Richtet sich hauptsächlich an HausmeisterInnen, aber auch Schulleitungen und Schulträger. Und da geht es um den nachhaltigen Gebäudebetrieb. Also wie aus Gebäudesicht sozusagen, wie können wir das Schulgebäude nachhaltig, möglichst klimaschonend managen und damit auch schon den Grundstein legen für eine Roadmap zur Klimaneutralität des Gebäudes. Und das ist in Arbeit, wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Monate erscheinen. Dann gibt es Unterrichtsmaterial, was wir entwickelt haben im Zuge des Projektes. Auch hier sehen wir das sogenannte Klimakit. Das haben wir mit dem Education Innovation Lab in Berlin gemeinsam entwickelt. Dabei handelt es sich tatsächlich um ein Unterrichtsmaterial, was das eigenverantwortliche Lernen, wo das eigenverantwortliche Lernen im Zentrum steht. Die Schülerinnen und Schüler können nahezu ohne Lehrbegleitung mit diesem Material arbeiten, in kleinen Gruppen mit diesem Material arbeiten. Und es ist sehr handlungsorientiert und ja, ich würde sagen, reflektionsorientiert. Die Schülerinnen und Schüler lernen in dieser Broschüre Klimakit Journal unterschiedliche Klimaaktivistinnen kennen, viele davon aus dem globalen Süden, aber auch eine Klimaaktivistin aus Deutschland, die sich um eine Bildungsaktivistin. Die lernen diese Personen kennen, die es auch im wirklichen Leben gibt, die wir für das Material interviewt haben, und ja, lernen deren Zugang zum Klimawandel, deren persönliche Erlebnisse, deren und Aktivitäten für den Klimaschutz kennen. Und auf der Grundlage werden die Schülerinnen und Schüler eingeladen, auch ihren persönlichen Standort zu bestimmen. Wo stehe ich eigentlich in dem ganzen Themenkomplex Klimawandel selbst? Und das bietet so einen Einstieg in diese Arbeitsphase. Und dann geht es recht schnell in die Frage, was können wir tun? Und in die kreative Entwicklung von Klimaaktion, sei es an der Schule oder auch außerhalb des schulischen Kontexts. Und dafür bietet das Material methodische Hilfestellungen, wie zum Beispiel Karten, um Brainstormings durchzuführen oder eben auch Methodenkarten, wo man anschauen kann, okay, wie können wir eigentlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen? Worauf müssen wir achten, wenn wir ein Video drehen? Solche ganz praktischen Fragen, die kommen, wenn eben Aktionen geplant werden, werden auf diesen Methodenkarten erörtert und auf den Ideenkarten, hier, wie man hier sieht, den Ideenspender, da gibt es dann Karten zu unterschiedlichen Aktionsideen ganz konkret, die Schülerinnen und Schüler auch nachbauen können oder dann hacken können und ganz anders umsetzen und interpretieren können. Aber so geht es eben hier auch ganz viel um methodische Hilfestellung, um wirklich den Schülerinnen es etwas leichter zu machen, die erste oder zweite oder dritte Aktion selber zu planen und durchzuführen. Dann gibt es das Material Heiße Zeiten, Klima und Gesellschaft im Wandel.
Das haben wir entwickelt mit dem Autor Dr. Thomas Hoffmann, der seines Zeichens Geografie, Lehrer und Fachseminarleiter für die Geografie-LehrerInnen-Ausbildung in Baden-Württemberg ist. Mit dem genau haben wir dieses Material entwickelt, um Schülerinnen und Schülern einmal gute Argumente an die Hand zu geben, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, also um einen fundierten Wissensschatz erstmal auch zu legen im Unterricht, aus naturwissenschaftlicher Sicht, aber auch aus gesellschaftswissenschaftlicher Sicht. Und das ist eben das vielleicht Besondere an diesem Material, dass wir gesagt haben, wir wollen unseren Namen Greenpeace, wir wollen das Green und das Peace hier zusammenbringen in diesem Material und einmal schauen, einmal das Thema Klimakrise aus dem Blickwinkel Umwelt betrachten. Also welche Umweltfolgen hat die Klimakrise, was sind die Gründe der Klimakrise etc., aber auch, wie wirkt sich die Klimakrise gesellschaftlich aus und welche Konflikte entzünden sich an der Klimakrise. Diese beiden Dimensionen haben wir in diesem Material aufgegriffen und eben mit sehr vielen handlungsorientierten Aufgaben auch belegt. Und es ist ab der 9. Klasse und kann gut bis in die 12. Klasse hin eingesetzt werden. Und dann gibt es noch eine Reihe von digitalen Unterrichtsmaterialien in dem Paket Schools for Earth und Bildungsarbeit von Greenpeace. Digitale Bildungsmaterialien, die Schüler Smartphone sozusagen abrufen können. Wir haben diese Web-Apps sozusagen stehen im Internet zur Verfügung. Lehrerinnen und Lehrer können so eine Session anlegen in so einer Web-App, dann einen Code in die Schülerinnen und Schüler ihr Mobiltelefon eingeben und dann kann man als Lehrkraft sozusagen steuern, die Schülerinnen und Schüler auf dem Bildschirm ihres mobilen Endgeräts sehen und die Schülerinnen sozusagen durch die Lerneinheit. Das gibt zu unterschiedlichen Themen, also im ganzen Thema Konsum und auch Konsumbereiche abdecken, die aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kommen und da anschlussfähig sind. Das Ganze gibt es nochmal für den Bereich Landwirtschaft und auch das ist letztes Jahr im Zuge der so zwischen erster und zweiter Corona-Welle entstanden, das Material Demokratie im Krisenmodus, wo wir uns ja mit der Demokratie und der gesellschaftlichen Debatte rund um die Corona-Maßnahmen beschäftigt haben und auch ja Themenkomplexe aufgegriffen haben, wie Fake News zum Beispiel etc. Diese Materialien stehen auch zur freien Verfügung und man kann die abrufen unter digitalebildung.greenpeace.de. Und gerade das Material Konsumspuren at Home ist eben nochmal optimiert auch auf den Einsatz im Fernunterricht. Das heißt, dass hier auch Schüler an dem Material arbeiten können. Jetzt würde ich übergeben an meine Kollegin Ellie Spohn-Wenzinger, um die Plattform vorzustellen. Wenn es okay ist, würde ich mich hier aus dem Hintergrund ganz kurz nochmal einschalten. Ich denke, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich, es gibt eine Frage gerade und vielleicht ist es gut, wenn wir die jetzt gleich beantworten können. Sehr gerne. Und zwar fragt Chris H. Nochmal bitte zum Verständnis, die Schulen können das nutzen, sind dann aber auf sich allein gestellt, Fragezeichen, oder gibt es irgendwelche Beratung im Erstellungsprozess? Ja, also genau, wir haben, dafür wäre es tatsächlich gut, ich beantworte das mal und dann beantwortet es sich gleich, glaube ich, noch weiter, wenn meine Kollegin die Okay. Plattform noch weiter vorstellt. Es ist tatsächlich so,
Erstmal das ganze Material steht frei zur Verfügung. Und wir arbeiten im Moment, also wir bieten Fortbildung an zu der Nutzung des Materials. Das machen wir in unterschiedlichen Formaten, einmal gemeinsam mit unterschiedlichen Instituten für Lehrkräftefortbildung, zum Beispiel in Hamburg oder in Niedersachsen, wo wir gemeinsam mit den Lehrkräfte-Weiterbildungsinstituten Schools for Earth Weiterbildung anbieten und das aber auch selbstständig. Also, wir veranstalten diese sogenannte Onboarding-Calls so alle 4 bis 6 Wochen, im Moment noch ein bisschen öfter als das, und laden dann die entsprechenden Protagonisten an den einzelnen Schulen ein, auch auf diese Plattform zu kommen, auch gerne so viele Menschen mitzubringen von der eigenen Schule, Schülerinnen sowie auch Kolleginnen, wie sie möchten, und bieten dann in diesem Rahmen auch nochmal sozusagen regelmäßig Community Calls an, wo wir beraten können, wo aber auch ein gewisser Peer-to-Peer-Austausch in diesem Community Call stattfindet, aber eben auch auf dieser Plattform stattfinden kann. Das ist sozusagen ein Beratungsmechanismus. Wir selber beantworten natürlich E-Mails und wir gehen auch ans Telefon. Also ganz klar, wenn Schulen, die mit unserem Material arbeiten, Fragen haben, vielleicht in einem Prozess hängen, Tipps möchten, dann helfen wir natürlich auch sozusagen selber weiter. Was wir nicht hinkriegen, ist sozusagen jede Schule, die mitmachen möchte, jetzt ganz eng zu begleiten in diesem Prozess. Und deswegen haben wir jetzt die Unterstützungsarchitektur über die Schools for Earth Community aufgebaut und sind noch dabei, auch die weiter aufzubauen und eben auch, um bestehende Strukturen zu nutzen, wie eben die bestehenden Institute für Lehrkräftefortbildung, aber auch die BNE-Multiplikatorinnen in den einzelnen Bundesländern. Und da arbeiten wir eben an vielen Stellen mit den behördlichen Strukturen auch zusammen, um sozusagen dort auch Unterstützung für die Schulen, die sich auf den Weg machen, zu mobilisieren. Ja, vielen Dank. Genau, dann würde ich jetzt noch einmal an Elli dich übergeben, um die Plattform weiter vorzustellen. Ja, danke, Markus. Genau, wie gerade schon angeklungen ist, haben wir die Schools for Earth Community Plattform aufgebaut, genau um in den Austausch zu gehen, um einen Ort zu bieten, wo man sich Informationen holen kann, wo man sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringen kann, genau, und das halt auf verschiedene Arten und Weisen tun kann. Also sei es, dass man sich jetzt in Diskussionsforen austauscht oder Blogbeiträge schreibt. Man kann sich also einfach da die Informationen holen auf der Plattform. Man kann das aber eben auch zum Beispiel in der Wissensdatenbank tun und sich da Klicktipps und andere Informationen auf einen Platz sortiert sozusagen holen. Aber natürlich kann man das auch in Gruppen tun und das dann für Schulen sozusagen intern sich da organisieren. Also es ist eine Plattform, die viele verschiedene Möglichkeiten bietet, aber die gleichzeitig auch sozusagen eine Art Safe Space ist, weil wir per Einladung dann Mitglieder auf die Plattform holen. Also genau, erstmal jetzt zurück an dich, Markus. Ja, vielen Dank. Und wenn es tatsächlich Interesse gibt, auf die Plattform zu gelangen, in dieser Diskussion mitzumachen, in dieser Community mitzumachen, schreiben Sie uns sehr, sehr gerne eine E-Mail, und auch die E-Mail-Adresse, alles findet sich unter greenpeace.de/schools-for-earth. Ein Wort darf ich noch sagen zur Greenpeace-Ausstellung. Die ist in Hamburg, das ist also ganz besonders für diejenigen interessiert, die in Hamburg sind von Ihnen, aber auch für all diejenigen, die vielleicht mal nach Hamburg reisen oder jetzt eben in der Zeit, in der wir alle gar nicht reisen können, auch gucken, ob sie
Greenpeace mal digital ins Klassenzimmer holen möchten, per Fernvortrag. Das passiert in unserer Greenpeace-Ausstellung, die für Schulklassen konzipiert ist. Dort gehen in Nicht-Pandemie-Zeiten jeden Tag 2 bis 3 Schulklassen durch diese Ausstellung, werden davon meinen Kolleginnen und Kollegen betreut, in sogenannten Rallyes, die zu unterschiedlichen Themenbereichen in der Ausstellung angeboten werden. Und im Moment gibt es das auch virtuell. Wir kommen gerne zu Ihnen in die Klassenräume über Videokonferenzen und halten sozusagen die Vorträge und Rallyes, die wir ansonsten in der Ausstellung machen, auch bei Ihnen im Klassenzimmer. Ausstellung@greenpeace.de ist die Internetadresse oder die E-Mail-Adresse, unter der meine Kolleginnen da zu erreichen sind und sich freuen über Gelegenheiten, mit Schülerinnen wieder in Kontakt zu kommen in dieser Zeit, in der das in der Ausstellung, in den Ausstellungsräumen leider nicht geht. Dafür ist es dann bundesweit möglich und das ist natürlich auch eine schöne Wendung. Genau. Und damit komme ich zum Ende dieses Vortrags. Und hier noch einmal eingeblendet sozusagen die Links, die wichtig sind oder wenn Sie das Projekt nochmal näher anschauen möchten, die Materialien herunterladen möchten oder auch bestellen möchten als Printversion, schicken wir Ihnen sehr gerne zu. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und denke, wir haben noch Zeit für Fragen, wenn es noch welche gibt. Ja, vielen Dank, Markus und Elli. Sehr kurzweiliger Vortrag. Ich habe selber noch eine Verständnisfrage oder eine Nachfrage, und zwar an wie vielen Schulen wurde dieser CO2-Schulrechner denn schon benutzt? Also wird der schon benutzt? Habe ich das? Ah ja, okay. Ja. Könnt ihr da was sagen, wie die Annahme ist oder wie das so läuft? Sehr gut. Genau. Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben wir sind mit 15 Schulen gestartet und haben die sozusagen schon parallel zur Erstellung und Programmierung dieses Rechners bilanziert, weil wir sozusagen während der Programmierung gleich diesen Praxistest sozusagen mitlaufen haben lassen, um direkt daraus Learnings zu adaptieren in dem Rechner. Und das war auch sehr gut, eben um diese Balance zwischen Komplexität und Genauigkeit gut hinzubekommen. Das heißt, wir haben also in dem Kontext 15 Schulen bilanziert und es kommen jetzt mehr Schulen dazu. Wir haben die erste Schule jetzt, die sich sozusagen, also die waren ganz schnell mit ihrer Bilanzierung tatsächlich, haben das innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen. Und das war für uns eine ganz gute Erkenntnis, weil wir es wirklich komplett autark gemacht haben, ohne unsere Hilfe. Das heißt, es hat uns auch nochmal gezeigt, okay, der Rechner ist selbsterklärend genug, dass eine Schule das sozusagen auch ohne unsere Unterstützung gut hinbekommt. Und ich glaube, jetzt laufen, wie gesagt, wir haben jetzt vor einer Woche das Projekt sozusagen in die freie Wildbahn des Internets entlassen, laufen, glaube ich, im Moment noch 5 weitere Bilanzierungen und genau, wir stehen noch recht am Anfang der Veröffentlichung oder des Tools und der Nutzung des Tools. Okay, danke dafür. Wahrscheinlich zu früh zu fragen, ob sowas eben auch für andere Länder und Sprachen denkbar ist. Ich denke schon, aber wahrscheinlich noch nicht in der Umsetzung, oder? Ich gehe einmal ganz kurz zurück. Ja, so. Absolut ist das denkbar. Also gerade auch der CO2-Schulrechner in der Logik, wie er aufgebaut ist, der ist, natürlich kann man sich den in allen Ländern vorstellen, nur die Mathematik dahinter wird dann eine andere sein. Ich hatte vorhin im Vortrag einmal die Tabelle mit den Emissionsfaktoren gezeigt. Und so ein Emissionsfaktor ist ja zum Beispiel, wie viel Gramm CO2 entsteht bei einem Kilometer mit dem öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland.
Das sind sehr deutschlandbezogene Zahlen, die wir dort nutzen, also die ganzen Mobilitätszahlen, auch die Wärmeenergie, Stromerzeugungszahlen, die sind alle auf Deutschland gemünzt. Das heißt, diese Emissionsfaktoren müsste man für andere Länder eben neu beschaffen, dann im jeweiligen Landeskontext. Aber das ist möglich, das zu tun. Und die Logik und Architektur des Rechners funktioniert, glaube ich, in anderen Ländern genauso. Okay, und eine weitere Frage habe ich hier noch. Eventuell wurde das auch schon angesprochen, aber dennoch, wie wird Werbung an den Schulen gemacht, um dieses Ganze oder die ganze Idee noch weiter zu verbreiten? Wir haben unterschiedliche Wege gewählt. Also einmal geben wir im Moment sehr viele Präsentationen, so wie jetzt gerade, in unterschiedlichen Schulnetzwerken oder eben auch in der Zusammenarbeit mit Landesinstituten für die LehrerInnenfortbildung oder eben auch bestehenden anderen Schulnetzwerken. Wir kommunizieren natürlich sozusagen selber auch über die Greenpeace-Kanäle, freuen uns über auch einen recht hohen Anteil an Lehrerinnen und Lehrern, die Greenpeace-Mitglieder sind und sozusagen auch die direkte Kommunikation von uns bekommen. Wir haben natürlich auch einen eigenen Newsletter für Lehrkräfte und versuchen sozusagen gerade noch in auch Publikationen wie zum Beispiel von Lehrergewerkschaften, Lehrerinnengewerkschaften oder so ganz versuchen schon relativ gezielt zu kommunizieren und dann auch ein bisschen über Social Media Kanäle und dort natürlich auch, also gerade auf Instagram würden wir auch eine jüngere Zielgruppe erreichen, wo es vielleicht dann auch Schülerinnen und Schüler die Idee mit in die Schule tragen. Ja, hervorragend. Ich bin selbst jetzt sehr begeistert auch. Wenn ich jetzt noch Schülerin wäre, dann hätte ich das auch gerne mitgemacht. Ich schaue noch mal im Chat, ob es hier noch etwas gibt. Hier kommt eine Frage. Haben Sie ein Ziel, sowas wie 100 Schulen bis Ende des Jahres oder so etwas in der Art? Ja, habt ihr euch da irgendwelche Ziele gesteckt? Ja, das ganz klar haben wir. Das gehört ja zur guten Projektplanung dazu. Nee, wir haben gesagt, wir würden gerne 100 Schulen erreichen bis Ende 2023. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Vielleicht werden es auch mehr. Wir werden sehen. Genau. Also ich habe im Moment das Gefühl, dass es sozusagen schon dass es Thema und die Tools auf Interesse treffen und ich hoffe, dass eben viele Schulen sozusagen da auch einen Mehrwert für sich herausziehen können. Dann würde ich da vielleicht nochmal eine Frage, die mir jetzt so einfällt, was man ja immer wieder hört, dass im Moment eben diese ganze Pandemie natürlich auch die Klimathematik überlappt. Ist das auch euer Empfinden in diesem Fall? Also dass einfach da vielleicht weniger drauf geschaut wird oder ist es nicht so? Ich kann es nicht einschätzen. Es fällt mir auch schwer, das einzuschätzen, ich wähne mich selber auch in einer kleinen Filterblase. Ja, es gibt viele Schulen, das kann ich sagen, die sich gerade mit dem Klimathema auseinandersetzen und die das trotz Pandemie, also denen auch, die sozusagen ganz speziell vielleicht auch gerade weil Pandemie ist, zu sagen, wir haben auch noch andere Themen, die wichtig sind und wir wollen uns auch noch mit Themen und auseinandersetzen, indem wir konstruktiv Maßnahmen ergreifen können, nach vorne gehen können und die wichtig für die Welt sind. Ich glaube, mit solchen Schulen haben wir im Moment sehr viel zu tun und mit solchen Lehrerinnen und Lehrern und Protagonisten von einzelnen Schulen, die sich dann eben trotzdem an uns wenden. Und das ist, also wir sind im Moment von dem ganz happy über den Rücklauf, der kommt auf die Kommunikation, die wir sozusagen rausschicken. Und das stimmt mich sehr, sehr gute Hoffnung, dass es wirklich viele Schulen gibt, die sagen,
Es ist Pandemie und wir arbeiten alle gerade unter ganz anderen Voraussetzungen, aber trotzdem gibt es diese Themen und die sind wichtig und Sie wissen auch, dass Schülerinnen und Schüler, dass die, den Schülerinnen und Schülern diese Themen trotzdem wichtig sind. Also ich glaube, das geht trotzdem weiter. Okay, ja, das ist gut. Ich habe selbst in den vergangenen Jahren mit Auszubildenden zu tun gehabt an Berufsschulen. Ja. Und muss ich sagen, da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass diese jungen Leute relativ wenig, also die hatten Bedürfnisse, etwas zu tun, aber wussten nicht wie. Sie hatten nicht diesen Anschluss irgendwie bekommen. Und da denke ich, da muss man vielleicht auch darauf achten, dass man hier die Berufsschulen auf jeden Fall mit reinnimmt. Vielleicht habt ihr wahrscheinlich auch bedacht, aber es ist mir nur gerade noch so eingefallen. Genau. Wir haben tatsächlich auch unter den Pilotschulen zwei berufliche Schulen. Ah ja, sehr schön. Einmal aus dem Gastgewerbe und einmal aus dem Kfz-Gewerbe, die auch die Klimabilanzierung durchgeführt haben und jetzt auch mit ihren Schülerinnen und Schülern sozusagen in Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung aktiv sind. Und absolut, es sind sehr, sehr gute Schulen, die sind auch insofern sehr spannend, weil sie in der Regel einen größeren Klimafußabdruck haben als andere Schulen. Da gibt es Lehrwerkstätten, Lehrküchen, das gibt es nochmal ganz andere Ausstattungen auch. Und natürlich haben Berufsschülerinnen auch die Hauptzeit ihres beruflichen Lebens in den Betrieben. Und ich glaube, die Übersetzung, die man machen kann aus einer guten BNE in der Berufsschule, auch die positive Impulse in die Betriebe reinsendet, das ist ein großer, wichtiger Hebel. Ja. So, ich werfe einen Blick auf die Uhr. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Und Markus und Elli, ich würde mich jetzt in diesem Fall von euch verabschieden und mich sehr herzlich bedanken für diesen langen Vortrag, die Beantwortung der Fragen und dieses tolle Projekt. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Ja, sehr gerne. Okay, dann, ich macht's gut. Tschüss. Genau, tschüss.